Am 22. September wurde die neue Tankstelle von Ecop am Stadtrand von Neuhalbstadt eingeweiht. Zu den geladenen Gästen und Rednern gehörten unter anderem der Oberschulze von Neuland, Herr Edwin Reimer, der Direktor von Ecop, Herr Leonard Wiebe, der Präsident von Fecoprod, Herr Gustav Sawatzki, und der Gouverneur von Boqueron, Herr Walter Stöckel. Die neue Tankstelle soll den Bedarf von Brennstoff besser abdecken, den Lastwagenverkehr aus dem Stadtzentrum entfernen und einen besseren Parkplatz beim Supermarkt Neuland ermöglichen. Die Eröffnung dieser Tankstelle ist ein neuer Meilenstein für Ecop. Bei jeder Neueröffnung einer weiteren Tankstelle wächst natürlich das Geschäft der Kooperativen und damit auch das Geschäft der Ecop, meint der Direktor, Herr Leonard Wiebe. Die Zukunft von Ecop ist darin, dass wir uns nicht nur auf Brennstoff und Öle und sowas beschränken. Wir müssen die Ecop als solches, als ein Geschäft sehen, was die Kooperativen und deren Mitglieder zugutekommen könnte. Der Landespräsident Federico Franco folgte der Einladung zur Gedenkfeier der Schlacht am Fortin Boqueron. Bei seinem Besuch schaute er bei Neuland kurz vorbei. Er weihte das neue Pflegeheim in Neuhalbstadt ein und überreichte Frau Maria Penner als älteste Pionierin Neulands eine Auszeichnung. Dann ging es weiter zur Siedlung Kaino Klim, wo er einen neuen Gesundheitsposten einweihte, und dann noch zu Apixa, dem neuen Honigprojekt. Danach weihte er noch einen Neubau in CFHN und die Siedlung Paraiso ein. Ein voller Tag.